Regional ist angeblich das neue Bio. Wenn man Produkte aus der Region kauft, ist das gut für Umwelt und Gewissen. Aber wir treiben es mal auf die Spitze. Denn mein Kollege Martin Dunkelmann will versuchen, sich eine Woche lang ausschließlich regional zu ernähren. Kann man das überhaupt schaffen? Sie werden erstaunt sein, auf was er so alles verzichten muss. Regional ist vor allem eines: unbequem. Ich bin grundsätzlich ein bisschen hungriger, muss ich sagen. Jahre nicht stirbt. Jetzt muss ein bisschen kochen, wa? Aber auch ein Geschmackserlebnis. Das ist doch viel mehr Sex im Mund. Man muss den Leuten viel mehr zeigen, wie schön Essen sein kann. Schmeckt total geil. Leider nicht immer. Ich habe keinen Kaffee hier. Es ist früh am Morgen. Bin genervt. Ich muss jetzt wieder auf die Suche gehen. Hält Martin das eine Woche lang durch? Schauplatz unseres Experiments ist Berlin. Die Aufgabe? Martin darf sich 7 Tage lang nur von Produkten ernähren, die maximal 50 Kilometer entfernt erzeugt wurden. Das ist ziemlich klein, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo bekomme ich jetzt mein ganzes Essen her? Bisher habe ich mich eigentlich nicht regional ernährt, jedenfalls nicht bewusst. Vielleicht hat Martin ja schon etwas Regionales im Kühlschrank. Okay, das ist klar. Irische Butter, danke. Neuseeland. Meine Zitronen kommen aus Spanien. Meine Avocado kommt aus der Dominikanischen Republik, England. Saulheimer Straße in Würstadt. Das ist nicht hier. Also mein Mais kommt aus Spanien. Den könnten sie nur aber auch wirklich auch hier anbauen. Achtung! 10 frische Bio-Eier. Landkosten GmbH. Bestensee. Bestensee ist in Brandenburg und das ist auch innerhalb des Radius. Regionale Produkte? Bis auf die Eier, Fehlanzeige. Für unser Experiment muss Martin seine kompletten Vorräte opfern. Alles, was nicht aus der Umgebung stammt, ist verboten. Also auch Zucker, Olivenöl, Pfeffer und sogar Salz. Auch bei verarbeiteten Produkten machen wir keine Ausnahme. Die Zutaten müssen regional sein. Nicht mehr drin, wie man sieht. Danke, sehr nett. Schöner Beitrag. Da hab ich Bock drauf. Martins Vorräte stammen von 6 Kontinenten. Die weiteste Reise haben die Kiwis aus Neuseeland hinter sich. 18.000 Kilometer. Dicht gefolgt vom Honig aus Argentinien. Das Apfelsaftkonzentrat für die Apfelschorle stammt aus China. Und der Schnittlauch kommt aus Marokko. Fest steht, unsere Lebensmittel legen immer weitere Transportwege zurück. Muss das wirklich sein? Martins Zwischenfazit. Ganz ehrlich, das wird hart. Abwarten. Alles Nicht-Regionale nimmt unser Kamerateam Martin vorläufig ab. Die Regeln des Experiments sind klar. Jetzt geht's erstmal zum Einkaufen. Lokale Produkte hat mittlerweile jeder Supermarkt im Angebot. Einige haben dafür sogar ihre eigenen Regionalmarken geschaffen. Damit folgen sie einem Trend. 76% der Deutschen legen Wert auf regionale Lebensmittel und ziehen diese selbst Bioprodukten vor. Wir sind sogar bereit, 5-10% mehr Geld dafür zu bezahlen. Doch der Begriff Region ist gesetzlich gar nicht definiert. Jeder verwendet ihn ganz unterschiedlich. Was bedeutet regional im Supermarkt? Bekommt Martin hier Lebensmittel für sein Experiment? Unser Reporter stürzt sich in den Etikettendschungel. Die Ernüchterung folgt schnell. Denn bei Obst und Gemüse muss nur das Herkunftsland angegeben sein. Also ich dachte ja, Salat geht klar, aber nichts von all dem hier kommt aus Deutschland. Das ist alles Frankreich, Spanien, Italien, Tunesien und so weiter. Schade eigentlich. Wird ein bisschen dröge, ne? Zumindest Basics wie Kartoffeln, Zwiebeln, Eier und Äpfel aus der Umgebung landen im Einkaufswagen. Beim Kohl muss Martin nachfragen. Den Überblick hat Markus Reh, der Abteilungsleiter für den regionalen Einkauf. Kann man genauer sagen, wo der herkommt? Der kommt aus Deutschland. Wenn er aus Brandenburg kommen würde, dann würden wir es noch mal extra entsprechend kennzeichnen. Da sich regionale Produkte besser verkaufen, sollen sie hier besonders auffallen. Gemeint sind damit alle Waren aus Brandenburg. Aktuell sind das sogar 500 Artikel, trotz Winter. Doch nicht alle eignen sich für Martins Experiment. Jetzt steht hier aus der Region bei Kaffee. Ja. Wie kann das sein? Die Bohnen kommen doch aus Südamerika wahrscheinlich. Ja, Kaffee wächst hier nicht, aber das sind Berliner Kaffeeröstereien. Die wurden verarbeitet in Berlin, aber die Bohnen kommen von ganz woanders. Genau. Das bedeutet, kein Kaffee für Martin. Denn für unser Experiment muss auch der Rohstoff aus der Berliner Umgebung stammen. Hat er hier mehr Glück?
Honig aus Berlin? Ja. Auf den Dächern der Stadt. Sie können sogar sehen, wenn Sie umdrehen, welcher Imker das ist. Das ist Imker Hermann aus Dahlem. Imker Hermann aus Dahlem. Genau. Mein bester neuer Freund. Okay. Ja. Martin entdeckt sogar regionale Sanddorn-Gummibärchen. Trotz Herrn Rehs Unterstützung und vieler Hinweisschilder. Der regionale Einkauf ist zeitaufwendig. Aber Martin hat Joghurt, Wurst und Apfelsaft gefunden. Deutlich mehr, als wir erwartet hätten. 34,27 € für so einen Korb. Eigentlich okay. Etwas teurer als Martins normaler Einkauf ist es schon. Das liegt wohl an den vielen Bioprodukten. Aber ist denn überall regional drin, wo es draufsteht? Annette Reinke von der Verbraucherzentrale Brandenburg hat sofort die Sanddorn-Gummibärchen im Visier. So, jetzt sind in diesen Gummibären Maissirup, Rohrzucker, Schweinegelatine und auf Platz 4 erst Sanddorn-Saftkonzentrat. Das heißt, die wichtigsten Zutaten, Maissirup, Rohrzucker und Schweinegelatine, sind wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich gar nicht aus Brandenburg. Genau. Okay. Also insofern ist das natürlich relativ mit der Regionalität. Die Gummibärchen sind also raus. Nicht überall, wo regional draufsteht, ist es auch drin. Auch bei Markennamen mit regionalem Bezug ist Vorsicht geboten. Der regional klingende Name ist oft nur eine geschützte Marke, ohne die Garantie, dass die Zutaten aus der Umgebung stammen. Damit wir Verbraucher den Überblick behalten, gibt es ein ganz besonderes Siegel, das Regionalfenster. Es gibt an, wie hoch der regionale Anteil bei verarbeiteten Produkten ist. Da steht genau drauf, wo ist das Fleisch geschlachtet worden, ja. Wo ist es zerlegt worden, wo ist es verarbeitet worden. Mit Postleitzahl und, genau. Und mehreren Stationen sogar. Ne? Genau. Yeah. Eine gute Sache, allerdings ist es den Lebensmittelerzeugern selbst überlassen, ob sie ihre Waren damit kennzeichnen oder nicht. Was hältst du denn von meiner Idee, jetzt hier eine Woche lang nur regional zu leben? Ist das machbar? Ja, ist eine Herausforderung. Du musst viel selbst kochen. Wenn du viel Produkte, viel Fertigprodukte oder hochverarbeitete Produkte verwendest, dann kommst du mit Regionalität nicht viel weiter. Wir sind gespannt. In den kommenden Tagen filmt Martin sich selbst. Das hier sollte gleich ein ganz leckeres Bauernfrühstück werden. Denn Eier, Kartoffeln und Zwiebeln sind aus der Region. Die durfte ich essen, aber ich habe kein Öl, um das Ganze anzubraten. Improvisation ist gefragt, denn Gewürze hat Martin auch keine. Und ohne Salz und ohne Pfeffer. Ich habe keinen Kaffee hier, es ist früh am Morgen, ich bin genervt. Das schmeckt noch gar nichts. Ich werde nochmal los und gucken, ob ich irgendwo noch ein paar Sachen herbekomme. Und eine Sache hat Martin beim Experiment gar nicht bedacht. Auch seine Getränke müssen regional sein. Ich habe vergessen, Wasser mitzunehmen. Ich habe totalen Durst. Ich kann ja eigentlich nichts kaufen auf der Straße. Weil das alles von woanders herkommt. Ich müsste mir eigentlich jeden Tag Wasser abfüllen und mitnehmen, also aus dem Hahn. Habe ich jetzt vergessen, einen tierischen Brand. Da muss er jetzt durch, denn der Wochenmarkt schließt bald. Noch hat Martin nichts fürs Abendessen. Alle die Sachen, die jetzt hier liegen, sind weiter weg als 50 Kilometer, ne? Ja. Nichts davon darf ich mitnehmen, ist alles von weiter weg. Gibt so wenig Bauernhöfe in Berlin, weißt du? Martin ist schon über eine Stunde auf der Suche. Unser Experiment hat er sich bequemer vorgestellt und einfacher. Ich brauche Käse, der aus der Region ist. Ja, klar. Endlich ein Treffer. Und der zweite folgt bei diesem Metzger. Der Fleischeinkauf stellt Martin allerdings vor eine ganz neue Herausforderung. Aber dann müsste ich das Huhn selbst zerlegen und was draus machen, das kann ich gar nicht. Aber es ist wahrscheinlich die einzige Lösung. Ein weiterer Lichtblick? Rapsbratöl, das ist schon mal... Das Gute ist zu braten und das kommt aus der Region. Da. Die Mühe hat sich gelohnt. Erste Zwischenbilanz. Wer regional essen will, muss selbst kochen. Fertigprodukte gibt es nicht. Cool ist, beim Regionaleinkaufen gibt es manchmal so tolle Sachen wie gestreifte Rüben oder gelbe Mohrrüben. Das gibt es im normalen Supermarkt eigentlich nicht so oft. Ganz cool. Einen Haken hat das Ganze trotzdem. Bestimmte Produkte gibt es einfach nicht aus der Region. Bei allem bis jetzt fehlt natürlich Salz und Pfeffer und jegliches Gewürz. Aber was mir gerade auffällt, auch diese gelben Möhren hier, die schmecken sehr intensiv nach dem, was sie sind. Also eine Möhre, Kartoffeln, sehr kartoffelig. Und auch das Huhn ist ein sehr, sehr gutes Fleisch hier. Ich glaube, wenn man regional einkauft, hat man die Chance, besseres Zeug zu kaufen. Und lecker, wenn Salz dran wäre. Wie kann Martin trotzdem Geschmack ins Essen bringen?
An Tag 2 will er sich Tipps vom Profi holen. Dieses Berliner Restaurant kocht streng regional. Ohne Pfeffer, Zitrone oder Olivenöl. Und es hat einen Michelin-Stern. Ist ziemlich überraschend. Das ist der Laden. Ziemlich schlicht, ganz zurückhaltend. Und den Stern, den sie haben sie nirgendwo ausgewiesen. Küchenchef Micha Schäfer wird Martin heute zeigen, wie regional und lecker funktioniert. Bei ihm gibt's eine radikale Gourmet-Linie. Keine fremden Zutaten kommen auf den Teller, sondern nur Ware von regionalen Erzeugern, die er persönlich kennt. Schokolade und exotische Gewürze sind tabu. Das soll schmecken? Pfeffer ist sowas wie Schminke für alles. Also das kann man überall ganz einfach drauf machen und dann schmeckt das vielleicht gleich ein bisschen besser, meistens aber nicht. Was benutzt Micha denn dann zum Würzen? Martin darf einen Blick in die Vorratskammer werfen. Oh ja. So, das ist also das Allerheiligste. Warum? Das heißt, weil hier ist im Prinzip der Sommer drin. Der Sommer aufgehoben, soweit es geht. Getrocknete Hagebutten, eingelegter Holunder und Löwenzahnblüten. Micha setzt auf traditionelle Konservierungsmethoden wie Pökeln, Einmachen oder Fermentieren. Boah, das riecht aber krass intensiv. Zutaten wie dieser Meerrettich werden dadurch nicht nur haltbar, sie entwickeln auch einen ganz neuen Geschmack. Meine Möglichkeiten, Sachen scharf zu machen, sind relativ begrenzt. Da gibt's ich würde jetzt ja an Pfeffer denken, ne? Ja, ja, genau. Das ist dein Pfefferersatz, oder was? Pfefferersatz gibt's nicht. Man muss einfach Gerichte anders aufbauen. Es gibt keine Schärfe, die so ähnlich ist wie Pfeffer oder Chili oder so. Das heißt, du ist einfach die Frage, ob braucht das Gericht Schärfe oder nicht. Du kopierst quasi nicht irgendeine Schärfe, sondern genau. Du machst deine eigene. Ja. Neben Meerrettich benutzt Micha auch Senfkörner, um Schärfe zu erzeugen. Ah, und dann ist mir noch eingefallen, Säure. Säure, wenn ich normalerweise koche, mache ich oftmals einen Spritzer Zitrone überall ran. Zitrone ist nicht mehr regional. Wie machst du das? Wir arbeiten viel mit der Säure von Früchten. Micha verwendet beispielsweise Saft aus unreifen Äpfeln. Die schmecken besonders sauer. Eine Alternative sind Quitten. Ja? Genau, richtig gerne essen. Also das Ding ist sauer. Tatsächlich kann man mit einer eingelegten Quitte eine Säure erzeugen. Die ist nicht die gleiche wie Zitrone, aber ist auf jeden Fall sauer. Also man muss schon so ein bisschen aufpassen. Jetzt geht es ans Kochen. Jeden Abend serviert das Restaurant ein 10-Gänge-Menü. Pro Gericht konzentriert sich Micha auf maximal 2 bis 4 Zutaten. Bodenständigkeit ist angesagt. Aus diesem Kürbis, der kommt auf einen Teller dazu. Ein Ei, hast du gesagt? Mhm. Geröstetes Malz. Und geröstetes Malz? Genau, Röstmalz und Leindotteröl und das war's. Und der bleibt doch einfach roh, der wird einfach nur... Der wird roh? Ja. Roher Kürbis? Hab ich noch nicht gegessen, rohen Kürbis. Und, wie schmeckt er? Oh, das ist echt gut. Bisschen wie Möhre, Karotte. Mit den Kernen passiert auch etwas ganz Besonderes. Weggeworfen wird hier nämlich nichts. Manche Bauern wollen, dass man ihnen die Kerne zurückgibt. Das ist ja witzig. Die wollen ihre Kerne wieder haben, weil die so wertvoll sind wahrscheinlich, ne? Ja, Saatgut ist sehr teuer. Und jetzt folgt der beste Teil. Das Essen. Die Gäste sitzen an einer Theke und können der Küchencrew über die Schulter schauen. Das 10-Gänge-Menü kostet stattliche 95 Euro. Als Aperitif gibt's was Außergewöhnliches. Petersilie-Fichtentriebesaft. Schmeckt so ein bisschen wie so eine Grünkohl-Smoothies. Aber irgendwie frischer. Ganz petersilig. Der erste Gang kommt. Die Speisen kündigt die Küchencrew immer abwechselnd an. Köchin Katrin beschreibt, wo Gemüse und Fleisch genau herkommen. Im ersten Gang erwartet Martin ein 3 Jahre altes Rind mit geriebenem Knollensellerie aus der Region. Bei uns startet der Abend immer mit den Händen. Das heißt, frei nach dem Motto, fass dein Essen mal wieder an. Das ist abgefahren. Ich darf in einem Sterne-Restaurant mit meinen Händen essen. Und? Wie schmeckt's? Nur 2 Zutaten, also ganz puristisch. Man schmeckt ganz intensiv Sellerie und ganz stark und intensiv das Fleisch. Kein Schnickschnack. Finde ich gut. Das ist auch für Wirt Billy Wagner wichtig. Er hat das Restaurant vor 2 Jahren eröffnet und setzt seinen Gästen gerne mal nur regionales Brot mit selbstgeschlagener Butter vor. Der Geschmack, pures Berliner Umland.
Wie gut ist das denn, wenn du die Frau kennst, wo du dein Gemüse kaufst? Ja. Dann isst du das Gemüse auch ganz anders. Es gibt dir doch ein ganz anderes Gefühl. Also hier, das ist doch viel mehr Sex im Mund. Man muss den Leuten viel mehr zeigen, wie schön Essen sein kann. In Martins Fall geht der Plan auf. Ich habe noch nie so ein zartes Schwein gegessen. Ich werde den Senf raus. Das mag ich. Fisch mit Haselnussmilch. Chicorée mit Löwenzahnknospen und Kartoffelsuppe mit Blutwurst. Zum Abschluss gibt's von Micha noch ein kleines Geschenk. Schärfe und Säure in Form von Senfsaat und Apfelessig für Martins Essen zu Hause. Damit endlich Geschmack reinkommt. Also ich find's echt abgefahren, dass man aus regionalen Produkten noch so leckere und vor allem spannende Gerichte zaubern kann. Ich versuche jetzt mal ein bisschen was davon zu Hause nachzumachen. Mal gucken, ob's klappt. Tag 3 unseres Experiments. Und es geht aufwärts. Ich habe jetzt eine Süße drin, Honig, eine Säure durchs Apfelessig und Schärfe durch den Senf, genau. Hähnchen mit einer Marinade à la Martin und Kartoffelecken. Das hat funktioniert. Dieses Huhn ist sehr viel besser als das von vor 2 Tagen. Und die Kartoffelecken, da fehlt noch immer ein bisschen Salz, aber die sind ganz gut. Die Ernüchterung folgt am nächsten Morgen. So sieht er aus, die ganze Woche lang. Ich habe Käse und Leberwurst aus Brandenburg, einen Apfel und ein paar Eier. Es gibt bestimmt viel mehr leckeres regionales Essen. Ich bin, glaube ich, einfach zu faul, um das mir zu besorgen. Das Experiment läuft inzwischen seit 4 Tagen. Trotzdem sucht Martin immer noch neue Wege der Nahrungsbeschaffung. Eine Sache ist mir aufgefallen. Ich esse einfach grundsätzlich viel weniger, wenn ich mich komplett regional ernähren muss. Denn ganz viele Sachen fallen einfach aus, wie zwischendurch mal ein Eis essen oder mal hier einen Döner an der Bude. Ich bin grundsätzlich ein bisschen hungriger, muss ich sagen. Nicht so gut. Das muss nicht sein, denn angeblich gibt es mitten in Berlin sogar frischen Fisch. Und der kommt nicht aus der Spree, sondern von der ECF Farm, der modernsten und größten Stadtfarm Europas. Martin hat sich mit dem Besitzer Nikolas Leschke verabredet. Ah, hallo. Hi, Martin, ne? Nikolas, freut mich. Hi. Schön, dass ihr da seid. Der selbsternannte Großstadtbauer bewirtschaftet auf 1800 Quadratmetern mehrere Gewächshäuser und eine Fischzucht. 20 Tonnen Fisch und 400.000 Töpfe Basilikum werden hier pro Jahr produziert. Abnehmer ist eine große Supermarktkette in Berlin. Ein Hauch Landidylle mitten in der Großstadt. Ganz, ganz intensiv. Sind Sie eigentlich jetzt besser als die, die man sonst so kriegt im Markt? Naja, die haben halt kaum Logistikzeit hinter sich. Das heißt, Basilikum verliert an Aroma, wenn er gekühlt wird, da kriegt auch einen drauf. Man kennt das ja, man kauft so einen Topf normalerweise und 3 Tage später zu Hause in der Küche ist der weg. Mhm. Das passiert mit unseren Töpfen zum Beispiel nicht. Denn die bekommen einen hervorragenden Biodünger, nämlich das Wasser der Fische, die nebenan leben. Die Basilikum und die Fischzucht sind vernetzt. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Die Ausscheidungen der Fische düngen die Pflanzen. Damit das klappt, helfen Bakterien. Sie wandeln das im Wasser gelöste Ammonium, das über die Kiemen der Fische ausgeschieden wird, in Nitrat um. Die Pflanzen haben nun genügend Nährstoffe. Sie produzieren durch Photosynthese Sauerstoff, der das Fischwasser anreichert. Und die Fische produzieren wiederum CO2. Das wird abgesaugt und ins Gewächshaus geleitet, weil die Pflanzen dann noch mehr Photosynthese betreiben. Dieser clevere Kreislauf heißt Aquaponik. Dank ihm spart die Farm große Mengen an Wasser, Dünger und CO2. Aber das ist jetzt hier das Fischwasser, ja? Das hier. Das ist richtig. Kannst du probieren. Ist nichts. Sehr gefiltert, ne? Das ist. Hast du gerade im Mund genommen? Ja. Probieren. Das klar. Es ist gereinigt, ja? Hier, Fischwasser. Wirklich? Ja, ist neutral. Schmeckt nicht nach Kacke und Puller. Nee. Ist okay. Na gut, wo sind denn die Fische jetzt? Da vorne irgendwo, ne? Ja, klar. Die sind da vorne. Gehen wir mal hin. Vom Basilikum allein wird Martin schließlich nicht satt. Ja, muss aufpassen, wenn du rüber gehst, die sind halt total neugierig. Schau mal rein. Die kommen jetzt alle her. Das ist ja krass. Die Buntbarsche leben hier in 19 Becken. Sie sind Schwarmfische und schwimmen in der Natur in dunklen Seen. So richtig viel Platz haben sie aber nicht, oder? Wie viele hast du jetzt hier in so einem Tank?
Man rechnet das nicht an Anzahl von Fischen, sondern an Kilogramm Fisch. Also wir haben so eine Besatzdichte von 6-7% pro 1000 Liter Wasser, also 60-70 Kilo Fisch. Das sieht jetzt relativ viel aus, weil die tagsüber alle, sagen wir, an der Oberfläche schwimmen. Das heißt, du hast hier so 40 cm Fisch, der Rest des Beckens ist leer. Ah, weil das so krass voll aussieht. Ja, aber es ist sehr, sehr wenig Fisch. In anderen Farmen befinden sich zum Teil dreimal so viele Fische in einem Becken. Das will Nicolas nicht, weil er sonst Antibiotika und andere Medikamente ins Wasser geben müsste. Achtung, jetzt geht's los. Hier, jetzt wird gefüttert. Ja, das ist der Automat. Hier, kriegst das rein, die füttern. Jede Stunde bekommen die Fische eine Ration Biofutter. Das besteht aus Getreide und Fischresten, da Barsche Raubfische sind. Auch unserem Kamerateam grummelt der Magen. Wir machen eine Kaffeepause. Pech für Martin. Ja, wo kommt das her? Nicht aus der Region, ne? Danke. Tja, ich hätte auch gerne so einen Donut. Aber meine Pause sieht jetzt so aus, dass ich mein mitgebrachtes Brot esse. Ah, Brot ist auch gut. Ist gesünder. Kopf hoch, Martin. Leer gehst du heute nämlich nicht aus. Hier, guck mal, habe ich dir gerade fertig gemacht. Danke. Das ist unser Hauptstadtbarsch. So liegt er jetzt in den Märkten. Ich aber das ist doch tiefgefroren, oder nicht? Nee, Quatsch, der ist einfach wahnsinnig frisch. Der hat gerade noch seine Totenstarre, wenn du so willst. Echt, so ja? Frisch ist der. Der wird dir heute Abend richtig gut schmecken. Danke. War sehr schön. War bis schön Abend. Mit dir. Ciao. Na also, geht doch. Endspurt für unser Experiment. Für Martin bedeutet das Kochen, Kochen und nochmals Kochen. Alles nur mit Lebensmitteln aus dem Umkreis von Berlin. Obwohl er Fleisch und inzwischen sogar Hauptstadtfisch gefunden hat, nervt unseren Reporter vor allem der Aufwand. Doch das Ziel ist in Sicht. Tag 7. Wir erlösen Martin. Mein Essen? Kriege ich es endlich wieder? Oh, ja, komm rein. Guck mal hier. Also, eine Woche ist rum, ich darf endlich wieder essen, was ich will. Salz fehlt mir bis heute, das ist euch das Beste, was ich jetzt wieder, dass ich wieder Salz essen darf. Naja, und es ist auch vor allem sehr, sehr aufwendig, die ganzen Sachen sich zu besorgen. Ich war so lange unterwegs auf diesen Marktplätzen, Markthallen. Ein Gutes hat es ja, wenn man sich regional ernährt, man macht sich ein bisschen mehr Gedanken um sein Essen. Ich weiß jetzt eigentlich, wo mein Essen herkommt. Es ist wahrscheinlich besseres, gesünderes, naja, und leckereres Essen. Fest steht, Regionalleben funktioniert, auch im Winter. Wer es nicht übertreibt und bei Gewürzen Ausnahmen macht, kann trotzdem gesund und abwechslungsreich essen. Das ist auch nicht besonders teuer. Für den Einkauf braucht man allerdings Zeit.